Moin moin und willkommen zu einer Runde Dawn of War 2 Retribution. Das ist jetzt schon viele Jahre alt, aber ich finde das immer noch geil und jetzt habe ich gerade Bock. Und es wird das erste Video sein einer neuen Reihe, die ein bisschen geklaut ist mit dem Namen Eine Runde mit. Und dieses Mal ist eine Runde mit Dawn of War 2. Ich gehe mal ein Multiplayer-Spiel, denn wer will schon die ganze Kampagne immer sehen, das ist ja sowieso immer nur so ein bisschen Tutorial. Außerdem wollt ihr es sicher auch mal selber spielen. Gibt es bestimmt für 3-4 Euro jetzt irgendwo zu kaufen. Also her damit. Spiel finden? Nein, benutzerdefiniertes Spiel. Privat. Ich mache erstmal gegen KI, natürlich. Aber hört, wo geht das? So, wir nehmen Chaos Space Marines Verteidigung, denn ich finde den solchen Champion cool. Ich habe den irgendwo mal gesehen. Und hier können wir dann den Computergegner hinzufügen. Auf leicht. Ja, ich kann ja nichts, also muss ich jetzt mal auf leicht. Mal gucken, wie das überhaupt alles wieder ging. Siegesbedingung. Vernichtung. Das Siegpunktkontrolle ist, ihr habt dann 500 Punkte. Und je nachdem, wie viel ihr dann einnehmt an Ressourcenpunkte und wie viel ihr vom Gegner umnatzt, sinkt eure Anzeige dann langsamer oder halt schneller und wer 0 erreicht, hat verloren. Frei für alle. Vernichtung. Vernichtung ist natürlich auch ziemlich cool. Ich mache immer so diesen Standardmodus. Anzahl der Tickets. Ja, 1000 ist vielleicht ein bisschen heftig. 250 vielleicht ein bisschen zu schnell. Egal, komm, wir machen das jetzt. Startposition, fest, Standardressourcen. Gibt es auch viel? Oh ja, viel. Nee, das müsste aber gehen. Held auswählen haben wir schon gemacht. Bei dem Gegner machen wir mal zufällig, ja. Was soll's. Ich habe jetzt sowieso keine Ahnung, welche Gegner schlimm waren und welche gut waren. Alles vergessen. Ich werde auch nicht schnell sein. Das seid ihr hier ja gewohnt. Aber das Spiel ist einfach zu geil, um es nicht ab und zu mal wieder herauszukramen. Gerne könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr Lust auf ein 1 gegen 1 habt oder 2 gegen 2. Wenn ihr nicht gut seid. Ich will auch gewinnen. Nein, auch wenn ihr gut seid. Kann man ja was lernen. Eine beliebige Taste drücken. Mensch, was ist hier los? Voll am Schnarchen. So, alles klar. Hier ist unser Hauptquartier. Da machen wir mal jetzt hier einen Heretiker-Trupp. Ich glaube, man muss am Anfang sehen, dass man sich so ein bisschen ausweitet. Kann das sein? Du gehst mal dahin. Und du nimmst den mal ein. Was haben wir hier für einen? Das ist schon der Champion. Der hat hier noch ein schweres Boltergeschütz. Nee, das kann ich nachrüsten, oder was? Ah, okay. Das sind dann quasi die Upgrades. Das sind die Fähigkeiten von dem Trupp. Oh, ich bin so schlecht und so langsam. Wer ist er denn hier? Ach so, da ist schon ein Geschütz. Das ist nett. Der nimmt mal den ein. Und ihr nehmt den ein. So schwer ist das ja gar nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Einheiten. Was nehmen wir denn? Havocs. Oh, wir haben nicht genug Energie. Alles klar. Dann ein ganz normal Space Marine Trupp. Können wir den auch hier hinlenken? Ja, das ist das Ziel. Alles, was wir dann hier erstellen, ist dann da vorne direkt. Das nehmen wir dann ein. Das gibt hier diese blauen Dinger, diese Anforderungsteile. Habt ihr das noch eingenommen? Ne, habt ihr noch nicht. Okay. Treffen wir uns in der Mitte, würde ich sagen. Sieht eingenommen aus. In die Richtung. Und hier auch. Wenn wir uns hier schön mittig postieren. Vielleicht ein bisschen verteilen. Deckung gibt es hier auch, das ist ziemlich cool. Das ist so ein bisschen Company of Heroes mäßig. Wem das noch was sagt. Den können wir noch nicht. Wir müssen noch warten, bis unsere 30 Energie voll sind. So. Wir werden jetzt aber nicht zu gierig sein und hier irgendwie alles Mögliche nehmen. Bleiben jetzt erstmal schön hier. Der geht da in Deckung. Der von hinten. Und die nächste Einheit, die dann hier gleich rausflutscht. Noise Marines. Nee, kann ich noch nicht. Ich hab doch keine 30.
So, der nimmt sich den Punkt. Und dann können wir ihn jetzt hier upgraden, richtig? Ah, wir können ihn hier hinstellen. Oh, sehr gut. Ah, oh, das gefällt mir. Okay, der baut also hier so ein bisschen ein schweres Beutergeschütz auf. Das wird uns ordentlich die Mitte verteidigen. Ihr geht mal hier. Alles klar, wir haben den Feind entdeckt. Wir kämpfen gegen... Was seid ihr? Ach, auch Chaos. Alles klar. Das wird doch sicher hier auch irgendwie auf eine Schnelltaste mal zu legen sein. Wir haben keine Anforderungspunkte mehr. Aber wir können upgraden. Auch nicht. Wir haben zu wenig Anforderungspunkte. Leg mich am Arsch. Okay. Nee. Seht ihr, was das Boltergeschütz macht? Es zersägt sie einfach. Die Anforderungspunkte hier oben sind natürlich so, wenn ihr 1 zu 1 habt, so wie wir jetzt, ist es ungefähr im Balance. Da ist der Boss. Hauen wir ihn um. Der kann nix. Habe ich nicht irgendwie noch Sonderfähigkeiten mal gehabt? Anbeten. Was auch immer. Betet ihn an. Dann ordentlich die Seuche verteilen. Und wenn ihr natürlich 3 Anforderungspunkte habt, dann seid ihr sehr schnell am Gewinnen. Selbstredend. Komm hier, fang ihn ab. Er flüchtet. Das ist natürlich derbe ungeil. Hier bauen wir unser nächstes Geschütz hin. Alles klar. Da hat er auch eins stehen. Nein, einer muss hier hin. Einer geht dahin. Ah, die haben den nicht eingenommen, oder? Sind die schon dabei? Man sieht es nicht. Auf jeden Fall die Noise Marines holen wir jetzt rüber. Wir werden jetzt hier unseren neuen Vorstoßpunkt machen. Habe ich jetzt wieder ein bisschen was Platz? Oh ja, für Havocs. Sauber. Das sind die mit den schweren Waffen. Den schicken wir auch gleich nach vorne. So. Ist ja gleich vor Ort. Läuft. Und jetzt drauf. Ja, jetzt ist er mal im Kreuzfeuer. Der macht natürlich nichts, denn er ist ausgerichtet. Und? Nein, er hat ihn noch nicht erwischt. Schade. So, wie kann ich den jetzt hier wieder aufrüsten? Da reparieren geht hier nicht. Wieso nimmt er den nicht ein? Ach so, die sind am Beten. Ach, leck mich am Arsch. Warum haben die den nicht eingenommen? Oh je, oh je, oh je. Wir brauchen unbedingt noch einen Trupp. Der geht mal hier vorne hin. Ja, 200 Punkte ist mehr als genug. Sauber. Chef geht mal hier hin, nimmt den ein. Es dreht sich mehr oder weniger alles um Punkte einnehmen. Natürlich, wenn der Gegner sich ein bisschen mehr wehrt, das ist jetzt alles auf leicht, aber um alles mal so grob zu demonstrieren. Die Chefes haben immer Sonderfähigkeiten, so wie er hier. Der hat dann solchen... Oh, da scheiße, der hat ja noch alles Mögliche. Wir nehmen mal noch einen Gallenspeier, einen Granaten. Da zeigen wir mal ein bisschen was von den Skills, die er hat. Aber erstmal muss er das Ende einnehmen. Und die machen natürlich... den Hauptspaß aus, finde ich. Und natürlich alle möglichen großen Truppen. Wenn wir jetzt hier unsere Basis ein bisschen aufrüsten. Ja, wir haben immer noch zu wenig Anführungspunkte. Das fließt noch nicht genug. Ah, da ist er wieder. Ja. Ja. Er kassiert. Er kassiert. Das ist gut. Er geht natürlich immer wieder zu regenerieren und Energie aufladen nach hinten. Bringt ihm aber nichts. So könnt ihr auch so ein bisschen Stellungsspiel reinbringen. Indem ihr dann quasi die Anführungspunkte, die ihr habt,
großzügig sichert, so wie hier. Er könnte natürlich versuchen, über den Rand rumzukommen. Merke ich aber sofort, wenn der hier fällt. Außerdem habe ich hier auch Vision. Das heißt, ich habe hier Sicht. Alles, was hier in der Nähe ist, wird von mir entdeckt. Ja, es ist noch leicht, aber man muss trotzdem aufpassen. Und immer Ressourcen einnehmen, Ressourcen einnehmen. Und dann einfach Gegner dezimieren. Wir haben jetzt hier oben zwei Anforderungspunkte zu einem. Das heißt, er sinkt natürlich ordentlich. Er hat auch gesagt, wir sind im Vorteil. Haben wir hier noch Energie genommen? Was haben wir denn da? Schneiden wir mal den Weg ab. Ja, den sollten wir natürlich nicht verschwenden. Bleibt alle wieder hier. Vorne nehmen die den auch gerade ein. Also wir haben quasi schon die halbe Map und mehr. Wir werden auf jeden Fall gleich mal zum Sturm blasen, damit wir auch ein bisschen was Cooles sehen. In den Ruinen kann man auf jeden Fall gut Platz nehmen. Hier ist alles offen, das ist weniger gut. Ja, nein, nicht durch das Sperrfeuer laufen hier. Was ist da los? Ah, okay, pass auf. Er hat da irgendwas eingenommen. Da müsst ihr natürlich auch immer drauf achten. Er versucht jetzt hier meine Anforderungspunkte heimlich alle zu mopsen. Das werden wir ihm vermiesen. So. Das nehmen wir ihm erstmal wieder ab. Passen auf. In Bewegung bleiben. Die dunklen Götter, oh, ich glaube, die brauchen ein bisschen Hilfe, kann das sein. Oh, wo sollen die ganzen Einheiten denn hin? Die sind hier. Oh, der rennt. Der macht es aber genau richtig. Also wenn ihr dann am Verlieren seid oder wenn es quasi knapp aussieht, holt euch die Anforderungspunkte, da kann der Gegner erstmal nicht gewinnen. Denn wenn eure Anzahl, wenn ihr, sagen wir mal, zwei habt und der Gegner nur ein oder äquivalent, ne, dann könnt ihr nicht verlieren, auch wenn ihr noch einen Punkt habt. Denn euer sinkt nicht. Ihr seht ja hier, 167, und wenn nichts stirbt, dann sinkt auch nichts. Ich glaube, so war das. Wenn jetzt Sachen von mir sterben, also viele Leute, Einheiten, dann sollte das eigentlich runtergehen. Hier, da will er natürlich. Schmeißen wir jetzt mal eine Granate. Ja, das war der Seuchenspeier. Wie der Seuche spuckt. Und wir haben gewonnen. Ja, das war natürlich sehr einfach. Dann können wir nochmal das Schlachtfeld ansehen. Was hat er da gehabt? Er hatte quasi nichts. Nun, ja. Doch, er hatte ja noch hier die diese Chaos-Heretiker. Die haben ja auch schon wieder einen Anforderungspunkt weggenommen. Aber, naja. Ihr wollt sicher davon wischen, was Spannenderes sehen. Es ist jetzt nur zum Reinkommen gewesen. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Tage eine Runde damit zocken. Und dann natürlich auch schwieriger, bis wir uns dann irgendwann vorarbeiten zu den Kämpfen gegen menschliche Spieler. Bis dahin muss ich aber noch arg üben. Hier vorne sehen wir jetzt F1. Das ist quasi, soweit ich weiß, das Zeichen. Nee, F1 ist, wenn man zur Basis springt. Ah, ist klar, es gab doch einen Hotkey. Nun, wir hätten jetzt genug gehabt, um die Festung umzuwandeln. Ja, hier seht ihr, gerade Energie abgezogen. Am Anfang ist das nicht machbar, aber man kann da schnell drauf hinarbeiten. Und dann würde es da neue Sachen geben. Zum Beispiel diese, da gibt es noch krasse Cyborgs und Panzer und alles mögliche. Riesenmonster. Und es gibt hier bei Retribution 6 verschiedene Rassen. Eine ist so Alien-mäßig drauf. Andere ist hier Space Marines, dann die bösen die Chaos Space Marines, dann gibt es hier Eldar, sowas wie die Weltraumelfen. Ja klar, muss sein. Manche werden mich jetzt köpfen wollen, was, Weltraumelfen, das ist was ganz anderes. Nein, die Eldar sind Weltraumelfen, fertig, aus. Und dann gibt es halt noch Imperium und ich glaube, dann habe ich alle. Ja, es gibt natürlich noch mehr, Necrons und Tau, aber die sind jetzt hier nicht dabei. Die gibt es dann in anderen Spielen, Dawn of War 1 zum Beispiel, was dann ein bisschen mehr mit größeren Armeen ist. Wie gesagt, das ist auch nur ein Modus hier. Den nächsten Modus spielen wir wahrscheinlich Vernichtung.
Und wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr auch angefixt seid, wenn ihr Strategiespiele mögt, wo ihr auch Deckung suchen könnt, wo es strategische Punkte einzunehmen gilt, wo ihr Sachen aufbauen könnt, die eure Stellung verteidigen, das heißt richtig aktiv verteidigen, angreifen, Sonderfähigkeiten nutzen, da seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr ein bisschen Sci-Fi mögt oder Warhammer allgemein, müsst ihr es sowieso haben. Ich denke mal, das ist Grundausstattung. Dann lasst gerne einen Daumen da, guckt beim nächsten Mal wieder rein, schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, was nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen. Abo nicht vergessen. Vielen Dank.